wenn mir das früher einer erzählt hätte, dass das so gut tun kann, das hätte ich wahrscheinlich gar nicht geglaubt. Aber es ist wirklich ein Traum. So, das ist der besagte Bauwagen und hier habe ich etwa ein Jahr drin gewohnt und den habe ich auch komplett selber gebaut. Also das war früher mal ein alter Hühnerstall, der stank fürchterlich und dann habe ich den bis auf den Anhänger auseinandergerupft und von den Wänden an wieder komplett neu aufgebaut. Und das Besondere, da oben auf dem Dach, das ist ein Schindeldach, was ich auch selber gemacht habe. Und natürlich auch die ganze Inneneinrichtung und den Ofen und den Schlafbereich oben. Als ich gerade hier raufgekommen bin, hat sich das total bequem angefühlt, hier zu sitzen. Wenn mir das früher einer erzählt hätte, dass das so gut tun kann, das hätte ich wahrscheinlich gar nicht geglaubt. Aber es ist wirklich ein Traum. Ja, die erste Nacht in meiner neuen Heimat, damals in dem Tipi. Das war natürlich einerseits raus aus der Depression und dem Burnout oder dem drohenden Burnout. Also von daher erstmal befreiend und ich habe natürlich mein Leben wieder selber in die Hand genommen. Insofern ging es mir da schon deutlich besser, als ich die Entscheidung hatte, wo es jetzt weitergeht mit mir. Und die andere Sache war natürlich, dass ich ja gar nicht wusste, was eigentlich passiert. Also was mich erwartet, ob ich das überlebe, ob das ein Zuckerschlecken wird. Also das war wirklich wie, als wenn ich in so ein... in so einen schwarzen Tunnel reingehe. Also ich habe keine Ahnung, was passiert in Zukunft. Ob ich das überlebe, deshalb habe ich alles in Büchern festgehalten, deshalb habe ich von Anfang an alles niedergeschrieben für die Nachwelt, dass man dann sehen kann, woran ich sterbe oder was halt gut funktioniert und was nicht. Also einerseits so die Ungewissheit, was mich erwartet und andererseits so der Aufwind, dass es jetzt vorangeht. Ja, es kommt was Neues und egal was passiert, das wird schon. Und eine ganz wichtige Sache war, mit dem Umbruch kam das erste Mal, dass ich ins Leben vertraue, also dass ich meine Entscheidungen nicht nach dem Bestreben nach Geld fälle oder aus Angst heraus, sondern aus Vertrauen ins Leben. Also dass das Leben mir das bringt, was ich brauche, um glücklich zu sein und zu überleben. Ja, das ist meine Jurte. Mein Schmuckstück sozusagen. Hier habe ich zwei Panels auf dem Dach der neueren Generation für meine Stromversorgung. Da kann ich so im Sommer so an dem Standort so etwa 500-600 Watt produzieren und da sind dann alle Akkus schnell mit aufgeladen. Hier kommt noch wahrscheinlich so eine kleine Terrasse hin, dass man da schön draußen sitzen kann. Die baue ich dann auch noch selber. Hier habe ich so Vorräte drin gelagert zum Essen. Ja, was hier super praktisch ist, ist das weit überhängende Dach. Also der Dachfirst hier, der hängt so
ich glaube, das sind so 2,20 Meter etwa raus. Und das habe ich gemacht, damit ich bei Regen hier noch meine nassen Sachen ausziehen kann und draußen hinhängen kann, dass ich das nasse Zeug nicht mit reinnehmen muss. Ja, und bei der ersten Jurte hatte ich noch eine rechteckige Tür. Und ich finde das auch ganz nett, dass das jetzt so rund geworden ist und sieht so ein bisschen aus wie eine Kathedrale. Ja, das ist der Innenraum. Da ist natürlich hervorzuheben die Lichtkuppel. Die kann ich auch öffnen, wenn das im Sommer sehr, sehr warm ist hier drin. Dann gibt es hier eine Deichsel, mit der ich die Lichtkuppel aufmachen kann. Da oben ist das Bett, das ist auch nicht umsonst da. Das ist nämlich da oben, weil die Wärme ja bekanntermaßen nach oben zieht. Und da oben sind es immer so 2-3 Grad wärmer. Also wenn ich im Winter ins Bett gehe abends, dann ist es richtig schön kuschelig. Und die Leiter hier, die habe ich auch selber gemacht, das ist aus Eiche und aus Goldregen gemacht. Und da ist mein Schrank, da ist meine Couch, da ist mein Hund, mein Ofen und die Werkzeugkiste. Ja, viel mehr braucht man nicht. Also ich bin an dem Baum, keine Ahnung wie oft, schon vorbeigelaufen die letzten 2 Jahre, aber den habe ich nicht wahrgenommen. Ist verrückt. Also wenn man jetzt ja, selbstversorgerischer lebt als ich, dann lebt man eher von den Vorräten, also von getrocknetem und eingekochtem und von dem, was man so sich angesammelt hat. Aber da muss ich auch ganz ehrlich sein, ich habe 4 Jahre einen Garten gehabt. Das funktioniert manchmal ganz gut, manchmal funktioniert es nicht so gut. Man kann natürlich draußen noch ein bisschen was sammeln, also Pilze, Wildkräuter, Beeren. Jagen ist, also Jagen ohne Jagdschein ist Wilderei, wird streng geahndet in Deutschland. Und von daher ist jegliche Jagd und lebendes Tier aus dem Wald nehmen mit relativ starken Regeln verbunden und mit viel Geld. Ja, und da ich das schon viele Jahre gemacht habe, also mich aus der Natur ernähren, muss ich auch ehrlich sagen, also ich kann das Thema abschätzen, ich weiß, wie viel Arbeit das ist, ich weiß, wie wenig Geld man damit sparen kann, wenn es jetzt um Geld geht und man sich deshalb selber ernährt oder nicht selber ernährt, sondern selbstversorgerisch ernährt, dann muss ich demjenigen leider den Zahn ziehen, weil da spart man nicht viel Geld. Hier der Waldkauz zum Beispiel, der kommt dann abends immer oder also spätabends und der nimmt tatsächlich Kontakt auf und der kommt dann auch zu mir. Also nicht jetzt auf den Schoß oder auf die Hand, aber der sitzt dann so im Baum da oben über mir und dann geht die Konversation hin und her über eine ganze Weile. Also das ist echt schön. Da macht Heimat Spaß.